Vielfalt, die wir haben, die Dreidimensionalität, sich überall hinzubewegen können, das ist schon faszinierend. Man kann immer höher, schneller. Genau. Man ist nie besser. Zufrieden. Ja, genau. Man muss schon sagen, elegant fühle ich mich nie. Nein, nein, nein. Wir lernen immer wieder neue Techniken und neue Bewegungen. Und wenn man dann das Maximale aus dem rausholen kann, was man kann, oder auch die Synchronität total stimmt und die Harmonie und das Gleiten im Wasser und man aussieht wie Schmetterling und eher nicht so wie Steine, die sich am Bewegen sind, dann ist es natürlich eine grosse Freude. Und, ja, und ich glaube auch, wenn wir so das Ganze machen, also wir machen so der Höhepunkt, ist so die ganze Kür. Und wenn dort der Tag zufrieden ist und wir das Maximum wirklich an unsere Grenzen gegangen sind und wir wissen, ja, das Maximum haben wir uns heute rausgeholt, dann sind wir zufrieden. Ich denke, wir sind inzwischen schon sehr ein eingespieltes Team. Wir arbeiten jeden Tag 6 bis 7 Stunden zusammen, sprich wir verbringen sehr viel Zeit zusammen und das ist wie eine große Familie. Also, ohne sie würde es gar nicht gehen. Ja, wir sind abhängig von so einem Auge, das raus ist und sie ist verantwortlich auch für alles, was wir machen. Wir als Eltern sind sehr integriert, sind sehr engagiert. Ich würde sagen, es ist fast ein 100% Job, den wir momentan leisten. Im Team intern oder sogar noch mehr. Es ist gewaltig. Also ich habe extrem Freude, aber natürlich auch, da hast du mega Muskelkater wieder, wenn du etwas Neues entdeckst und so. Und dann leidest du halt ein bisschen drunter amix oder dann halt auch vom langen Training ist dann amix schon auch hart. Und dann gehst du heim und dann gehst du eigentlich nur noch schlafen. Ja, ich glaube auch, es ist so die Menge, die es einem ausmacht, die nachher uns ein bisschen absteigt, dass man jeden Tag 6 bis eben mehr Stunden und das ist dann eben zur Pause, wo dann nicht mehr da ist. Die beiden haben dann wirklich ein großes Ziel vor sich gestellt und über sich hinausgesprungen, um dieses Ziel zu erreichen. Als kleines Kind habe ich schon davon geträumt, einfach an einer Olympiade zu teilnehmen und ja, jetzt realisierst du es auch wirklich, dass wirklich ja Möglichkeit hast und die Schweiz vertreten, das ist.